Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Valkyrie Elysium. Ja, wir haben den Speer von Gungnir und müssen jetzt Odin sagen, dass wir den Speer von Gungnir haben und ja. Und dann hoffe ich mal, dass jetzt alles einigermaßen normal wird. Oh, wir können nicht mal mehr die Nebenaufgabe machen. Wir müssen Odin Bericht erstatten. Nein, dass jetzt alles mal wieder hoffentlich ein bisschen regelmäßiger kommt. Allfather. I have recovered one of the four gifts. Exceptional work. I see I was not mistaken in appointing you as my claimer of souls. Thank you, Allfather. I am forever at your service. Now, continue your search for the remaining gifts. They will reveal themselves to you, just as Gungnir did. Yes, Allfather. And do not let your efforts to purify souls wane either. There may yet be souls worthy of becoming your Enheria. The world's annihilation looms ever nearer. You cannot fail in your mission, Valkyrie. I will not let you down, Allfather. I swear. Indeed. For there is so little time left. Okay, suche die vier Gaben. Die suchen wir natürlich weiter. So, wir haben aber auch eine neue Nebenaufgabe. Ich will mal ganz kurz gucken, was die Nebenaufgabe uns Großartiges beschwert vor allem. Ambrosia, reduktionsmagischen Schaden. Das wird nur irgendein Kampf sein, so wie es scheint. Aber für einen Ambrosia tue ich natürlich alles. Ich bin so ein Ambrosia-Luder und da mache ich natürlich alles. So, er will einen Kampf sehen, also geben wir ihm einen Kampf. Er scheint nicht zu erkennen, dass er tot ist. Valkyrie, was sollen wir tun? Was wir tun müssen? You are all to be purified, per Odin's decree. So, ah ja, ich habe ja jetzt den Speer. Ich komme aber auch gerade mit dem Speer gar nicht klar. Ah, ich drücke auch die... Mein Gott, ich verwirrter Dude. Hallo? Sei mal ein bisschen zärtlicher. Warum setzt ihr diese Technik nicht bei mir ein? Naja.
Der Kampf ist cool. Ich wollte gerade ausweichen. Ja, jetzt haben wir ihn. Der Kampf ist lustig. War cool. Irgendwie war der cool, der Kampf. Diese Intensität. Du bist ein Naturtalent. Das war ja in jeder Hinsicht perfekt. Mein Kopf strömt nur über vor Ideen. Es scheint funktioniert zu haben. Es ist nur schade, dass wir das fertige Werk nicht zu sehen bekommen. Das ist ja egal. Sehr gut. Reduziert den erhaltenen magischen Schaden, erhöht maximales Leben, das ist das Wichtigste. Es gibt nichts Wichtigeres als maximales Leben erhöhen. Stück für Stück. Stück für Stück. Nun, ah. So. Wir sollen aber die Sachen für Odin finden. Ich muss mich an den Speer erstmal noch gewöhnen. So, eine weitere Gabe. Lukardisches Gebiet. Schnee. Ich hasse Schnee. Judging from the architecture here, I do believe that we're in Lucarda. You know, I'd always wanted to visit Lucarda one day. I didn't think I'd have to wait this long, though. Lucarda was already in decline by the time I was born. But my business contacts here would tell me all kinds of stories about its heyday. By all accounts, it was a kingdom soaked in blood, with betrayal and assassination around every corner. Dann treffen wir hier Hilde. What's wrong? Do you sense something? The remnant of a soul. Oh, don't give me that face. This is supposed to be a joyous day. It's just, you've grown into such a beautiful princess. It pains me to see you go. Valkyrie, are you okay? I have seen the remnant of another soul. Another Enheriar, perhaps? Possibly. If we follow it, we should be able to find its owner. Knowing our luck, they'll have become a Naglfar. We should be careful. And if that is the case, we shall offer our protection to you once more. I sense a presence over there. Come on. Okay, gleich mit einem Schmetterlingsschmoppel. Schmetterlinge, zeigt mir den Weg. Zu diesen Kisten. Wow. Is there anything Gerhard couldn't do? No wonder he became a legendary hero. One day, I'll protect my people. Just like you did. Danke.
Wir fliegen halt aber auch immer, ne? Reicht's mir. Meine Güte. Ich weiß nicht, was uns angreift. Ach, da hinten der Bogenschütze. Oh, Rubinrot. Blutbefleckter Pfeil. Eine von Christophers Seelenrelikten. Ähnelt einem Pfeil, der ihr rechtes Auge durchbohrte. Das ist doch schön für sie, oder? Nee, ich glaube nicht, dass man da links und rechts hüpfen kann. Ich musste jetzt erstmal wieder auf Schwert wechseln. Alfor. Alfor ist das gute Schwert. Hier ist das da. Wir wollen aber Alfor haben. Der Speer ist, glaube ich, eher für Bosse gedacht. Nicht für Gruppenkämpfe. Habe ich so das Gefühl, dass der eher für Bosskämpfe gedacht ist. Wo läuft mein Kumpel hin? Ich meine, ernsthaft, wo läuft er hin? Guck mal hier gegen Heilig. Was ist mein Typi denn jetzt? Wo ist er hingedackelt? Da. Ich kriege kaum was mit, weil hier nur Kämpfe sind. Ups. Machen hier halt gerade nur mega Kampf-Kombo-Dinger und ja. Ich meine, wir verdienen dadurch einen ganzen Haufen an Dinger, deswegen laufe ich Igor auch gleich hinterher. Dass wir gleich, weil du kriegst ja, also höher der Kombo ist, also mehr geht ja. An Zeug, wir müssen nur nachher nochmal wieder zurückgucken. Stärkung und Schwächungseffekte. Einige Gegner können Angriffe durchführen, die Stärkung und Schwächungseffekte bewirkt. Ein Ring um den Körper zeigt einen schadensdämpfenden Effekt. Ein Ring um den Arm zeigt dagegen einen Angriffseffekt. Okay. Your purification is at hand. Piercing ice. Loyal Cycle. Ja, schneller weg, als was er gucken kann. So, jetzt ist Feierabend. Mein 349er Kombo ist lang. Wir kriegen noch einen ganzen Haufen an Juwelen hiervon. Jetzt müssen wir uns aber auch echt mal wieder umgucken. Also wir können hier nicht einfach nur so durchhacken. Auch wenn es lustig ist. Ja.
Ich meine, wir kriegen dadurch so viele Juwelen. Man sieht ja hier 50, 50, 50. Aber jetzt ist gut. Jetzt haben wir echt geschafft. Alter Finne. Also jetzt können wir, glaube ich, gleich echt unsere Waffe sehr gut aufwerten, weil wir echt viele Juwelen bekommen haben. Ich frage mich, welcher Mann dieses Mal mein Herz erobern wird. Ich habe meinen letzten Ehemann an die Seuche verloren. Grausam, dass er so jung gestorben ist. Ach ja, dieses Mal muss ich ein Bild aufbewahren. Wie sah mein erster Ehemann nochmal aus? Wow. Ist jetzt irgendwie bitter so. Deswegen, wir haben jetzt so viel Zeugs verdient, aber jetzt müssen wir erstmal zurückdackeln und uns ein bisschen umgucken. Wir brauchen ja immer noch Heiltränke. Danke, da kommt er. Ich pack einfach groß rein und dann ist gut. Passt schon. Nein, nein, diese Monster stammen direkt aus einem bizarren Märchen. Ich versuche bloß zu überleben und du willst, dass ich mein Leben riskiere? Warum steigt der Gott des Krieges nicht vom Himmel herab und befreit uns von diesem bösartigen Übel? Weil er ein Gott ist und darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Götter sind nicht für die Hilfe der Menschen da. Götter sind dafür da, ja, weiß ich nicht. Für nichts. Für nichts und wieder nichts, vielleicht für ein bisschen Seelentrost. Aber sonst für absolut gar nichts. Ambrosia! Wupp, gleich wieder ein bisschen. Ein bisschen bekommen. Kling, kling. Oh, noch ein Heilungselixier. Na, das wird ein harter Kampf. Wir kriegen zu viel Heilung. Ist nie ein gutes Zeichen. Diese blauen Juwelen und sowas brauche ich auch gar nicht einsammeln. Bandrank heilt alle anormalen Zustände. Leben, Einfrieren, Kunstsiegel, Einheit, Einhiersiegel. Ah, vielleicht gut. Je nachdem, wann sowas mal kommt. Bis jetzt haben wir das nur ein paar Mal auf den Enhiri bekommen. Dass ich die nicht rufen durfte. So, von da an sind wir gekommen. Nach da an werde ich jetzt mal kurz gehen, weil dann können wir nämlich ganz kurz auch nochmal leveln. Beziehungsweise unsere Waffe verbessern. Du auf jeden Fall erst einmal. Weil dich verwende ich gerade viel. Silberne. Also, schon gleich wieder neue. Schon gleich wieder neue. Das ist... Das ist ja unglücklich, gleich wieder neu. Naja, dann können wir den Rest für uns selber leveln nutzen. Dann rufe ich jetzt erstmal meine Schmetterlinge an. Dass wir mal gucken, wo die überhaupt hinwollen. Die Schmetz-Schmetz. Ich meine, ich glaube, es gibt nur einen Weg. Und zwar den, den wir auch gekommen sind. Hier nämlich hoch. Oder? Kann sie ja hier oben nochmal rufen. Ja. Da hinten waren die Hunde, da war der böse Gegner, der auch relativ schnell tot war. Und hier ist tatsächlich ein Schalter. Will be eliminated.
große Stadt. Wenn wir jetzt hier runterfallen, kommen wir nicht mehr wieder. Brother, please listen to me. I just want to protect our people. Why won't you let me? Für den Bogenschützen. Meine Kiste. Garnisonsschlüssel. Ob wir damit in die Garnison kommen? Königsrüstung. Eins von Christopher Seelenrelikten. Ähnelt einer Rüstung, die sie in ihrem früheren Leben trug. Ich habe das Gefühl, dass Christoph eine Frau ist. Finde das weiße Kleid. Christoph wird definitiv eine Frau sein. Oder er trägt gern weiße Kleider.